Heute gibt es cremige Spinatnudeln. Die sind super schnell gemacht, perfekt für die Feierabendküche. Das Einzige, was du dafür schnibbeln musst, ist eine mittelgroße Zwiebel und ein paar Cocktailtomaten. Ich fange mit der Zwiebel an, häute sie erst einmal und schneide sie dann in feine Würfel. Die Cocktailtomaten werden einfach nur halbiert. Das geht auch super schnell. Dann benötigst du etwas Öl. Das wird in der Pfanne erhitzt. Und da kommen dann die Zwiebelwürfel dazu und werden so lange angeschwitzt, bis sie glasig sind. Zu den Zwiebeln gebe ich noch zwei Knoblauchzehen, die presse ich einfach hinein. Bei diesem Gericht verwende ich tiefgefrorenen Spinat, der ist fein gehackt. Ich gebe das einfach dazu im gefrorenen Zustand und gebe dann noch etwas Gemüsebrühe dazu, decke das dann ab und lasse das für ca. 10 Minuten leise köcheln bzw. auftauen. Und in der Zwischenzeit habe ich schon Wasser zum Kochen gebracht für die Nudeln, gebe Salz dazu und koche die Nudeln darin. Ich habe jetzt hier Pappardelle, heißen die glaube ich, man kann Bandnudeln nehmen oder auch Fusilli, ach egal eigentlich welche Nudeln. Dann werden die Nudeln eben gekocht und in dieser Zeit wird die Soße fertiggestellt. Ich gebe etwas Zitronenabrieb dazu, das ist optional, also wenn dir dieser Geschmack irgendwie nicht zusagt, dann lass es einfach weg. Dann wird alles noch mit Pfeffer und Salz gewürzt. Dann kommt noch Frischkäse dazu. Ich habe hier Frischkäse mit Kräutern gewählt. Man könnte aber auch normalen Frischkäse nehmen, also Natur, also ohne alles. Und einfach Kräuter nach Wahl mit beifügen, also zum Beispiel tiefgekühlte Kräuter. Dann gebe ich noch etwas vom Nudelwasser dazu, dass das alles nochmal ein klein wenig flüssiger wird. Dann kommen die Tomaten mit hinein und dann decke ich das Ganze nochmal für ca. 5 Minuten ab, also eigentlich so lange, bis die Nudeln wirklich fertig sind. Und dann zum Schluss gebe ich noch Feta-Käse dazu oder Hirtenkäse in Würfeln. Der sollte wirklich ganz am Schluss beigegeben werden, damit er in der Soße nicht schmilzt, sondern diese schönen Würfelchen übrig bleiben. Und dann kommen auch die gekochten Nudeln dazu. Dann rührt man das Ganze um und ja, dann ist das Ganze schon servierfertig und man darf genießen. Dieses leckere Gericht ist wirklich perfekt als Feierabendessen geeignet. Man hat meistens alles zu Hause und hat es innerhalb einer halben Stunde zubereitet. Ich hoffe nun, dir hat mein Video gefallen und du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Mach's gut, tschüss!